Hallo, die ist mit Weiß. Ganz, ganz liebe Grüße aus Wismar und ganz viel Spaß euch allen. Bis bald. Auch von mir, hey und schön, dass du dabei bist. Samstag war ein Tag, den ich eigentlich kaum in Worte fassen kann. Weil aber eben so viel traurig ist, schockierend ist, aber eben auch Schönes passiert ist, möchte ich euch einmal kurz davon berichten. Alles fing damit an, dass ich relativ spontan zum Schwedenfest nach Wismar gefahren bin. Die liebe Isabel hat gefragt, ob ich da bin, da wir uns über eine Facebook-Gruppe kennengelernt haben und wir beide ziemlich große Vincent-Weiss-Fans sind und dieser eben am Samstag da aufgetreten ist. Ich hatte vorher gar nicht wirklich darüber nachgedacht, da hinzufahren, hab mir dann aber gedacht, okay, ich bin spontan und es sind nur 2,5 Stunden Fahrt, also warum nicht? Ich habe mir dann also meinen Klappstuhl genommen, weil ich meinen Rollstuhl nicht alleine mitnehmen wollte und habe mich auf den Weg gemacht. Als ich dann in Wismar angekommen bin, hatte ich erst einmal absolut keine Ahnung, wo ich hin musste. Ich bin auf dem Weg zum Schwedenfest, denn dort tritt gleich Vincent Weiss auf. Ich habe allerdings absolut keine Ahnung, wie ich dorthin komme und laufe gerade eigentlich ziellos durch die Gegend. Dort angekommen habe ich dann ziemlich schnell die blaue Fahne mit dem Rollstuhl-Symbol gesehen. Dachte mir, okay, super, das haben sie gut gelöst, gehe ich da mal hin. Ja, als ich dann an dieser Fahne angekommen bin, habe ich mich irgendwie dann noch gewundert, denn dort war nirgendwo ein Rollstuhl zu sehen, geschweige denn ein Bereich, wo ich dachte, okay, da muss ich hin. Ich habe also eine Dame vom NDR gefragt, die halt auch direkt an dieser Fahne stand, wo ich mich denn nun hinsetzen kann. Diese wiederum musste ich auch erstmal bei der Security erkunden, bis mir dann gesagt wurde, ja, hier, das ist euer Bereich. Und ich muss sagen, ich war wirklich sprachlos. Denn zum einen war dieser Weg dort, oder der Untergrund, der war so uneben, dass ein Rollstuhlfahrer eigentlich kaum Chancen hatte, sich da irgendwie fortzubewegen. Und dazu war die Lage von diesem Platz einfach unglaublich ungünstig. Also ja, zum einen konnte man wirklich noch nicht mal die Hälfte der Bühne sehen. Zum anderen war das eben auch der Bereich, wo sich die ganzen Fernsehmenschen getroffen haben. Und ich glaube, dass auch diese Menschen irgendwie schockiert waren, warum wir denn da jetzt saßen. Denn wir hatten wirklich anfangs zumindest nur die Hintern der Kamera und Tonmenschen vor uns. Ich habe ja noch das Glück, dass ich mich hinstellen kann, aber das kleine Mädchen im Rollstuhl, was neben mir saß, ja, hat wirklich lange Zeit nur Ärsche gesehen. Dazu kam, dass halt ständig irgendwelche Leute an uns vorbei mussten und ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so unerwünscht gefühlt auf einer Veranstaltung, einem Konzert, wie auch immer. Also diese Menschen haben mir so krass das Gefühl gegeben, dass sie nicht möchten, dass ich da jetzt sitze, stehe, was auch immer. Es waren teilweise wirklich fast schon böse Blicke. Es waren das genervte Entschuldigung, ich muss da mal durch. Und ja, ich habe auch ab und zu immer mal Leute gesehen, die nur getuschelt haben und nicht dann irgendwie unterhalten haben, warum man in den Rollstuhlfahrer in den Bereich setzt, wo doch eigentlich die Menschen vom NDR sind. Das einzig Gute an diesem Platz war, dass es direkt neben dem Merch-Stand von Vincent Weiss war. Und weil ich eben mega genervt und gefrustet war, habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt dieses T-Shirt. Und dort habe ich mich dann sehr nett mit der Verkäuferin von diesem Stand unterhalten. Und weil ich weiß, dass Vincent Weiss manchmal noch Autogramme nach dem Konzert gibt, habe ich sie dann gefragt, ob sie irgendwie was weiß, ob er noch mal rauskommt. Und habe ihr halt auch erzählt, dass ich halt nach vorne sitze, dass ich keine andere Wahl habe, aber wahrscheinlich nicht so viel vom Konzert mitbekommen werde. Die Verkäuferin meinte dann nur, dass sie nicht weiß, ob er nochmal rauskommt. Sie vermutet eher nicht, aber falls sie
Aber falls er rauskommt, dass ich mich dann wohl bemühen würde, dass er nochmal zu mir kommt. Als Vincent Weiss dann um 8:30 anfing, fiel mir auf, dass sich ein paar Menschen aus dem Handicap-Bereich quasi ausgestellt haben und weiter nach vorne quasi direkt vor die Bühne gegangen sind. Und da das den Security-Männern ziemlich egal war, habe ich mich dann da auch hingestellt und hatte dort auch eine ziemlich gute Sicht, was meine Stimmung natürlich enorm gebessert hat. Ich habe dann auch ein paar ganz coole Videos schon bekommen und die zeige ich euch jetzt. Einen wunderschönen guten Christmas! Nach dem Auftritt passierte dann das, was mich auch jetzt immer noch zum Grinsen und Strahlen bringt. Ich spürte nämlich nur ein lautes Entschuldigung und spürte so eine leichte Hand auf meiner Schulter, drehte mich dementsprechend natürlich um und sah Vincent Weiss so direkt an mir vorbei. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich nervös ich ab diesem Zeitpunkt war. Vincent ist dann nämlich zum Merchstand gegangen, wo er Autogramme gegeben hat, Bilder gemacht hat und so ein anderes ein bisschen mit verkauft hat, was ich übrigens irgendwie mega sympathisch fand. Ich stand ja quasi hinter der Absperrung direkt daneben und habe mich dann auch ganz frech einfach mit in den Merchstand gestellt und das war dann die Seite und ihm dann ja, ein bisschen zugeschaut und halt gehofft, dass er dann gleich nochmal zu mir kommt. Ja, und dann kam wieder die Verkäuferin, mit der ich mich anfangs unterhalten hatte. Meinte dann nämlich zu Vincent so, hey, kannst du nicht nochmal mit ihm ein Foto machen? Das wäre ganz cool. Sie hat dann auch gleich mein Handy in die Hand genommen und meinte so, komm, ich mache ein Foto von euch. Ja, ich blende euch das jetzt einmal ein. Und ich glaube, ihr seht mein Strahlen. Ja, und obwohl Vincent vorher schon unzählige Bilder gemacht hat und er komplett durchgenässt war, also es hat wirklich wie verrückt geregnet und seine Haare waren komplett nass, aber er hat sich halt wirklich nochmal Zeit für mich genommen und ich konnte es dann halt auch nicht sein lassen, ihn nochmal zu beten, einen kurzen Satz für euch in die Kamera zu sagen, den habt ihr schon am Anfang vom Video gesehen. Ja, und so hat der ganze Abend noch eine ziemlich überraschende Wendung genommen. Ich habe vorher wirklich gedacht, so die ganze Fahrt war für umsonst. Ja, also auch wenn der Tag wirklich nicht schön angefangen hat und ich nicht viel Hoffnung hatte, dass er nochmal schöner wird, war es dann am Ende das wahrscheinlich schönste Konzert meines Lebens. Danke auf jeden Fall, lieber Vincent Weiss. Danke Merch-Verkäuferin, die das überhaupt irgendwie möglich gemacht hat. Danke auch an meinen Freund, der mich übrigens danach abgeholt hat. Ohne ihn wäre das nämlich gar nicht möglich gewesen. Und natürlich auch danke an euch, dass ihr euch meine Sorgen und Freuden und Geschichten hier angehört habt. Ich habe noch ein paar mehr Konzert-Vlogs, wo ich euch auch wirklich mitgenommen habe, auf dem Kanal. Schaut gerne mal vorbei, wenn euch das so interessiert, wie es nämlich auch anders ablaufen kann mit Rollstuhl oder halt Behinderungen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!